Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. So, mit dem LKW zum Weg zum Hafen unterwegs, um die Pelletpaletten wegzubringen. So, dann können wir auch mal bei der Zuckerfabrik vorbeischauen, wie es da aussieht. Nee, nicht abladen. Abladen schon, aber nur die Paletten. So. Weil hier war ja noch genügend Platz, haben wir ja letztens gesehen. Aber ich weiß nicht, wie es bei der Zuckerfabrik aussieht. So, es sieht, wie gesagt, ziemlich voll aus, würde ich sagen. So, erste Lage schon voll. Gut, dann können wir hier weiterfahren zum Getränkehalle, Obst, Gemüse. Ups, wo fahren wir hin? Produktion. Lebensmittel. Versuchen wir bei Lebensmitteln mal Zucker loszuwerden. Oh, das war knapp. So, was läuft hier? Aha. Fahrer entlassen. Bisschen näher ranfahren. So, das sollte aber jetzt laufen. Ich hoffe bei den anderen auch. Ach, der ist gerade entladen. Was mit ihm? Du willst doch bestimmt zum Komposter. Da können wir noch mal zur Molkerei fahren. Abmarsch. Wie hat sich denn der Preis für den Kompost? Hat sich da irgendwas getan? Nee. Steigt nur um Getreidehandel, aber da ist er ja fast am günstigsten. Wir lassen erstmal hier. Zur Not können wir immer noch ins Lager. So, Zucker sind wir losgeworden. Das heißt, wir können dann direkt weiterfahren. Weil wir haben ja da unten noch reichlich Ballen auf dem Feld. Und einmal mit Z entladen. Komm. Komm her.
noch eine Ladung fertig machen hier, bevor die LKWs kommen. Fast wieder auf dem Rückweg machen. Das ist der letzte Bahn und das, wir sind voll. Noch ist kein LKW da. Ich sehe auch noch keinen. Sollten mal gucken, wo die bleiben. Der eine ist beim Kompass da, aber der andere hätte doch... Ja gut, der war ja jetzt erstmal... beim Palettenlager. So. Aber den können wir jetzt auch zurückschicken. Wie sieht es da aus? Palettenmäßig ist noch einiges Platz. Paletten haben wir auf jeden Fall auch noch genug. Wie sieht es mit Papier aus? Ist auch noch da. Ja. Waren wir jetzt zu weit? Oder zu weit weg? Es geht der die Milch hin. So, der erste LKW ist da. Wir könnten ja eigentlich auch mal, ja, können wir auch mal machen. Ich muss auf Paletten umstellen. So, wir können ja auch mal mit dem Traktor zum Komposter fahren. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht die Idee. Dann schicken wir den aber als erstes los. Obwohl, wir haben ja genügend Ballen hier an der Seite noch liegen. Komposter da. Das sieht richtig gut aus, was hier gemacht wird. Gut, mit ein paar Einschränkungen, klar. Die haben wir gerade beladen. Das läuft auch. Wo ist der Drescher? Er dreht, glaube ich, gerade, ja.
Ach, du bist auf dem Weg zum... du bist jetzt gerade erst beim Palettenlager gewesen. Du warst noch ein ganzes Stück. Wie viel haben wir denn jetzt hier drin? Die kriegen wir gar nichts mehr rein. Also heißt die nächste Milch, wenn wir noch was haben, die muss, ja, 250.000 haben wir noch, muss zur Käserei. Komm, ich fahre die nochmal Richtung Hafen. Dann ist der LKW leer. Komposter soll ja jetzt, hat ja jetzt erstmal was zu tun, bis er den wieder aufgefüllt hat. So, dann können wir hier mal schauen. Ein bisschen was bewegen können. Einmal für die Holzkohleproduktion. Paletten. Für die Holzscheitelindustrie. Nicht so hoch. So, 6 dürfte eigentlich hoch genug sein, ja. Bretterpaletten sind hier vorne für die Paletten noch genügend da. So. Da läuft wohl noch alles. Der Kompost scheint am Hafen zu sein, weil ich keine... Oh, ist jetzt gerade angekommen. Die Meldung kam jetzt ziemlich spät, weil ich hatte ja gesehen, dass er keinen Kilometer mehr macht. Dann hatte ich da angenommen, die Meldung wäre schon längst gekommen, aber dann kam sie ja erst. So, dann bringen wir die Bretterpalette nochmal rüber. Dann kann hier auch weitergearbeitet werden. So.
Wenn der da ist, dann dürfte der Anhänger auch da sein, genau. So, einmal wieder zurück. Dann können wir den LKW auch gleich sofort leer machen. Und leer. Und weiter geht's. Der wartet. Du bist leer. Du bist voll. Du möchtest aufgeladen werden. Komposter Abmarsch. Das fluppt doch. Ach, da kommt der nächste, der abladen möchte. Und hier haben wir gesagt, wir müssen jetzt zur Käserei. Weil die Molkerei kann die 400.000, die wir jetzt laden, hier nicht mehr aufnehmen. Oh, dann können wir den hier auch nochmal kurz entleeren. So. Ich würde mit dem gerne zur Eierfabrik fahren. Da möchte ich nämlich gern mal die Misthaufen leer machen. Ihnen einfach eine BGA reinhauen. Dann sind wir da auch schon mal wieder gewesen. Ja, der braucht noch ein bisschen. Ja, da kommt uns der LKW entgegen. Der fällt super vorbei. Der LKW fährt ja nur 30. Den Traktor können wir ja mit 40 fahren lassen. Dann können wir mal selber fahren. Dann sind wir noch schneller. Können wir uns nochmal eine Ladung vom Feld wegholen. Und dann vielleicht gemeinsam mit dem LKW wieder zum Komposter fahren.
So, hier rein. Oh, da kam der andere Abfahrer uns entgegen. Mit Hopfen. Nimmt er sie auf? Ja, nimmt auf. Zwei Ballen. Einmal den. Und einmal den. Können wir hier schon mal Komposter einstellen. LKW ist noch auch noch gar nicht da. Okay. Kommt er uns in den? Ja, da ist er. Ja, jetzt hat er den Trecker gerade zum Stehen gebracht. Aber er fährt weiter, das ist die Hauptsache. Wenn die sich dann trennen, dann fährt der andere auch weiter. So. Die nächsten Quaderbahnen. So, das geht ja ziemlich fix. Oh, hier müsste ich wieder eingreifen. Immer bei der ersten. Ich weiß nicht, ob ich die Entfernung von dem Rohr anders einstellen muss. Zu spät. Der tankt hier ab. Ja, und das soll es auch schon wieder von dieser Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Hier von der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. Ciao, ciao.